Im September 1942 besuchte der generale Jagdflieger Oberst Adolf Galland das Jagdgeschwader 27 in Nordafrika. Natürlich traf er sich auch mit dem erfolgreichsten Staffelkapitän des Geschwaders, dem Hauptmann Hans-Joachim Marseille, dem Stern von Afrika. Bis lange in die Nacht unterhielten sich die zwei Offiziere in einem Zelt. Am Ende der Unterhaltung wollte Galland noch einer wichtigen menschlichen Verrichtung nachgehen. Marseille besorgte sofort einen kleinen Spaten und gab präzise Anweisungen. Gehen Sie 60 Schritte geradeaus, dann 20 Schritte nach rechts und dann benutzen Sie den Spaten. Am nächsten Morgen wollte Galland wieder den Spaten benutzen. Dieses Mal fand er Wegweiser. Das letzte Schild zeigte einen großen Pfeil nach unten und trug die Aufschrift. An dieser Stelle antwortete am 22. September 1942 der generale Jagdflieger dem Ruf der Natur. Marseille verunglückte nur 9 Tage später auf einem Feindflug ohne Feindkontakt nach 158 Luftsiegen tödlich.